Entschuldigen Sie, Herr Kollege, das Zelt von den Marcus Metellus, von den Centurio. Können Sie mir sagen, wie ich da... Ja, du, ist, ach, hören Sie mal, ist das vielleicht ein Ding? Oh, sicher stehe ich davor und merke es nicht, ne? Sicher sind ja auch Fransen dran, ne? Na, müssen wir vielmals entschuldigen, ne? Ich hab das doch nicht gesehen, ne? Ja, sind Sie auch Germane, ja? Ah, nein, ich wollte Sie nicht beleidigen, ne? Ich dachte nur, weil Sie auch so einen rötlichen Schnurrbart haben, ne? Ja, ich bin Germane, ne? Hm. Bin von oben, von Jütland bin ich weg, ne? Und nun habe ich eben Post gekriegt. Da schreibt unser Opa, ne? Der ist ja Sippenältester. Wir haben eine Blutrache am Laufen. Ne? Und zwar haben die da von einer Nachbarsippe, haben die bei uns eine Tante vergiftet. Ja, jetzt schreibt er, soll ich da raufkommen und soll da sehen, dass ich da einen kalt mache, nicht? Aber... ich weiß es nicht. Also, ich war schon bei der Kohorte eben, ne? Die sagten, das müsste wahrscheinlich von der Legion genehmigt werden, der Urlaub. Jedenfalls, ich soll also mal erst hier mit Marcus Metellus sprechen, ne? Da sind noch viel, warten da noch mehr drin, nicht? Ja, ja. Na, muss ich mich anstellen. Ach. Also, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll, ne? Weil, das ist eine Sippe, ne? Die wohnen in so einem kleinen Talkessel, ne? Und haben also mindestens 2 Dutzend Hunde haben die da und ja, ne? Wie soll man da reinkommen, nicht? Jetzt schreibt unser Opa, der schreibt, ich soll mich, wenn sie der Herde raustreiben, ne? Soll ich mich vielleicht abends unter so einen Schafsbock hängen? Aber das ist doch Blödsinn, ich weiß gar nicht, wie der Mann sich das vorstellt, ne? Ich bin doch 1,95 lang, da gucken da die Füße drunter weg. Ach ne, ich kann Ihnen sagen... ich hätte ja einen Einbaum angebohrt, ne? Aber das erkennen dann wieder die Götter nicht an, ne? Ja, ach, das ist so schwer. Ich weiß überhaupt nicht, ob das genehmigt wird, ne? Ich habe mir sagen lassen, also die Römer erkennen Blutrache nicht mehr an, ne? Seit neuestem. Sie kennen doch hier den Rothaarigen von der zweiten Pfeilschütze, ne? Der ist von Mogontiacum, ist der weg, ne? Und den hatten sie im letzten Herbst, hatten sie den eigenen Vater ermordet, nicht? Aber kein Blutracheurlaub gekriegt, ne? Ja, da laufen die Mörder heute noch, frei durch die Wälder. Ja, das ist nämlich so, ne? Die Römer, die erkennen Blutrache also nur noch nördlich von einer Linie, nördlich Confluentes, nicht? Läuft diese Linie her und nur darüber wird Blutrache noch als Urlaubsgrund gewertet. Naja, deshalb, bei mir wird das ja zutreffen, ne? Oben nach Jütland hin. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt so andere Pläne, ne? Ich wollte heiraten, ne? Ich gehe ja mit einer, die ist unten von Trapezunt, ne? Da hat die eine Weinkneipe. Oh, ich kann nicht sagen. Aber eine ganz schicke Person, sicher ist Witfrau, ne? War zweimal verheiratet wohl, aber noch ganz gut dabei, ne? Ja, und Trapezunt, Sie kennen ja wahrscheinlich den Schlager, ne? Du Mädchen weich und rund, du Mädchen von Trapezunt. Also die stehen ja im Ruf, ne? Das ist, dass sie schöne Weiber haben da unten, ne? Ja, also hoffentlich macht mir das da jetzt keinen Strich durch der Rechnung, ne? Wenn ich so lange Zeit auf Reisen bin. Ich meine da, meine Freundin, ne, die Petronella, ist schließlich auch nur ein Mensch, ne? Könnte man noch, also müsste man sogar verstehen, wenn die dann noch im letzten Moment absprengen, ne? Ja... dabei, ich habe ja eine Anreise, also bis Jütland, allein die Anreise sind 1,5 Jahre, ne? Muss ich durch Land der Chatten fahren, ne? Und dann bei der Ripuaria vorbei, och, dann kommen die großen Sumpfgebiete alles, ne? Da kannst du nachher, kannst du noch als Moorleiche, ne? Kommst du noch im Museum rein. Und alles wegen dieser tote Tante da. Nee. Ich weiß es nicht. Andererseits, ich bin ja da ein bisschen verpflichtet, nicht? Weil ihr Mann,
Also mein Onkel, ne, der ist ja Oberaugur. In Rom sitzt der, nicht? Oh, der hat einen feinen Posten. Sieh, der hat die zweite Augurenprüfung mit Glanz und Gloria bestanden damals. Hm? Ja, der kann für die zweite Augurenprüfung, ne, müssen sie 300 Vögel auseinander zählen können. Also die angeben, ne, wenn die am Schnattern sind in der Luft, muss der nur ganz kurz mal so hinhorchen und dann nennt er auch schon die Zahl, wie viel das da oben sind, ne? Und davon wird ja dann das Schicksal bestimmt. Der hat eine geheime Liste, ne? Und schlägt da kurz nach und dann weiß er, was die Götter beschlossen haben, ja. Ach, aber das ist, glauben Sie, da muss einer also sowas von feine Ohren haben, ne? Schlimmer als ein Eichhörnchen, ne? Der sagt zum Beispiel, 260 Vögel, ne? Nur mal als Beispiel angenommen, heißt, wir werden den Sieg in der Tasche, also nach Hause bringen, ne? Jetzt 263 heißt, haut ab, der Feind ist dreimal so stark. Ja, da können Sie sich vorstellen, wenn da so ein Stümper als Augur sitzt, ne, und sich nur um drei Vögel verhört, also kann schon, nicht wahr, dadurch kann der ganze Feldzug kann im Eimer sein. Ja, ja, mein Onkel meint, aber ich hätte doch ganz manierliche Ohren, ne, und dass ich da wohl, also die Vorbedingungen erfüllen würde. Sollte ich einen Augurenlehrgang mitmachen jetzt, ja, das ist auch... Also alles, was ich so an Blütenpläne da mit rumschleppte, das ist jetzt, das kann jetzt, also, ne, wissen Sie. Ich sag schon, also wenn alle Stricke reißen, wissen, was ich mache, werde ich Christ. Na, dann ist das ja sowieso verboten mit der Blutrache. Dann darf ich ja das nicht mehr. So, oh, ich glaube, ich bin dran. Also, alles Gute, Herr Nachbar, ne? Bis die Tage.